Bernie, erstmal Gratulation zum ersten David-Tor. Was war das für ein Gefühl? Ja, ein sehr schönes Gefühl und ja, würde ich gerne wieder wiederholen. Ja. Jetzt zwei Sachen gibt es heute anzusprechen. Einmal der Ausschluss. Wie hast du die Situation erlebt? Ja, also das ist dann ziemlich schnell gegangen. Ich meine, beim ersten war es der Torjubel. Ja, zu unerfahren hätte ich nicht machen dürfen, kommt noch nicht mehr vor. Und ja, das zweite, bin ich glatt spät gekommen. Dumm und dann bis dahin weniger und es geht nach 30 Minuten. Das haben wir gewusst, dass es richtig schwer wird und ich bin aber sehr froh, dass die Mannschaft so gefeiert hat. Das war sehr gut am Schluss, ja. Pauli, du warst heute zum ersten Mal seit längerem wieder im Tor für unsere Mannschaft. Was war das für ein Gefühl für dich? Sehr schön. Dass das gleiche Wiener Derby ist, ist natürlich noch schöner. Ich hätte es gern mit einem Sieg gekrönt, aber ja, kann man jetzt nichts machen. Wie hast du das Spiel generell gesehen? Was hat heute eventuell noch gefehlt, dass es dann doch die drei Punkte hätten werden können? Klassisches Wiener Derby, sehr rassig, viele Zweikämpfe, trotzdem glaube ich auch spielerisch ganz gute Ansätze auch dabei. Und dann natürlich mit der gelb-roten Karte ist das für uns ganz, ganz schwierig geworden. Haben dann gut dagegen gehalten trotzdem, leider einen Ausgleich gekriegt und ja, so geht es dann 1-1 aus. Du hast den Ausgleich angesprochen, war relativ spät, sowas ist immer unglücklich. Beschreib uns die Szene ganz kurz, wie ist das zustande gekommen? Ja, ist alles sehr schnell gegangen. Ich weiß nicht, die sind über die linke Seite runtergekommen. Den Ball dann, glaube ich, durch die Beine von einem Spieler von uns durchgespielt. Dann einen scharfen Stangelpass, das ist dann schwer zum Verteidigen. Und ja, leider das Tor bekommen. Trainer, 1-1, leider ein mittlerweile bekanntes Ergebnis im Derby. Was hat heute gefehlt, dass es dann doch noch drei Punkte wurden? Ja, gefehlt hat, dass wir das Zweite gemacht haben. Wir haben wirklich bis zum Ausschluss, glaube ich, wenig bis gar nichts zugelassen, hatten selber noch die Chance aufs die eine oder andere aufs 2-0, die haben wir nicht gemacht und dann ja, gelb-rote, ganz klar. Die zweite gelbe ist passiert und dann haben wir noch eine Verteidigungsschlacht geliefert, aber nicht immer sehr gut verteidigt. Du hast den Ausschluss angesprochen, unbestrittene Szene für dich und wie geht's Bernie Zimmermann damit? Ja, ich denke, Bernie weiß schon, was er da für einen Blödsinn gemacht hat, aber kein Problem. Er wird daraus lernen, wird es nicht mehr passieren. Die erste gelbe kann man trotzdem als sehr hart bezeichnen. Wir wissen, dass in der Vergangenheit wurde das auch schon gegen unsere Fans fabriziert und da hatte keine Folgen. Okay, Auslegungssache, trotzdem macht man es nicht, weil es einfach unsportlich ist. Ja, generell mit dem Spiel zufrieden. Wir haben, glaube ich, mehr Anteile gehabt, wir haben mehr probiert, das Spiel zu machen. Hätten wir zu 11 fertig gespielt, wäre die Chance relativ groß geworden, dass wir noch bessere Räume bekommen und das Derby gewinnen. Wie zufrieden bist du mit dem Mann, der heute wieder zurück war im Tor, Pauli Gartler? Ja, sehr. Also wir haben wirklich schon gratuliert. Unglaublich seriöse Leistung und ja, was anderes habe ich aber auch nicht erwartet.